Ja, heute hören wir im ersten Johannesbrief quasi eine kurze Zusammenfassung des Gebotes, das Gott uns in Jesus Christus gibt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. An den Namen glauben, aber auch lieben aus ganzem Herzen. Es gibt verschiedene Worte vieler großer Heiliger: Liebe und tu, was du willst. Die Liebe ist das Größte im ersten Korintherbrief. Wenn nicht die Liebe bei allem dabei ist, dann reicht eigentlich alles Tun, alles Reden gar nicht aus für uns. Ich denke, das ist ein guter Hinweis, auch für dieses beginnende Jahr. An den Namen Gottes in Jesus Christus glauben mit allem, was da drinnen steckt. Frohe Botschaft, Erlösung, neuen Mut, immer wieder vorangehen dürfen und auch begleitet sein. Und aus ganzem Herzen zu lieben. Das kann man nicht jeden Tag, das kann man nicht immer, aber im Rückgriff auf Jesus Christus, der uns so viele Beispiele gezeigt hat, wie er geliebt hat und wie er Menschen daraus helfen konnte, denke ich, entspringt auch für uns immer wieder etwas, wo wir sagen können, auch wenn ich nicht den Mut oder auch nicht die Kraft habe, am Beispiel Jesu möchte ich mich orientieren und so wie er auch im Kleinen, in kleinen Schritten eben auch lieben und den Menschen somit das Leben schenken. Seien Sie gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.